Servus Leute, der Patch 0.14.9.5 ist da. Offline PvE bzw. lokale PvE Server, Quality of Life Changes, eine neue Quest und einige weitere Updates. Die stehen alle in den Patch Notes und die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Die Patch Notes für das Update, wie es hier steht, verlinke ich euch natürlich unten. Da könnt ihr sie euch selber nochmal durchlesen. Und zuerst PvE Zone Offline Singleplayer. Sie schreiben tatsächlich offline. Stimmt natürlich nicht ganz. Es ist natürlich so, dass man immer noch eine Internetverbindung braucht. For all players with access to PvE Zone, raids for solo players will be run on the local PC. The game experience as well as the operation of in-game mechanics is completely identical to online play. Heißt, lokale Server. Wenn man alleine spielt im PvE, dann wird der Server jetzt auf dem eigenen PC gehostet. Das heißt, keine Wartezeit, keine Matchingzeit. Ausnahmen Group Raids, also Koop Raids als Scav und Streets of Tarkov wird auch weiterhin auf Online-Servern laufen. Das sollte aber die Matchingzeit im PvE komplett eliminieren und man sollte sofort in seiner Runde drin sein. Werden wir natürlich auch mal ausprobieren heute. Eine Sache muss ich hier kurz einfügen und zwar die Kaufbarkeit vom PvE-Modus. Das werden sich sicherlich einige fragen und in dem Post, in dem der Patch angekündigt wurde vor ein paar Tagen, steht drin: Within 1 to 2 weeks after the game's infrastructure is stabilized and proven ready, PvE-Mode will become available for purchase for owners of all game. Also, 1 bis 2 Wochen nach diesem Patch, wenn alles stabilisiert ist, wird PvE für jede Edition kaufbar sein. Und ja, bis dahin muss man sich noch gedulden. Das steht nicht in den Patch Notes und wollte ich hier bloß noch kurz einschieben. Dann die Wishlist Mechanics. Players can add the item to one of several pre-created Wishlist Categories. Items added to Wishlists are displayed in a separate section of the handbook. Also man kann Listen, Wishlists erstellen mit allen möglichen Items. Wishlist Items have unique visual differences. When obtaining such items through various methods, the player will receive a corresponding notifications. Players can customize the frequency of notifications in the game settings. Also, man kann einstellen, wie die Notification, wie die Benachrichtigung aussieht, wenn man ein Item von der Wishlist bekommt. Und dann added the ability to automatically add items needed for hideout to wishlist. The available options for this feature can be configured in the game settings. Und es gibt eine Option, dass man automatisch Hideout-Items auf die Wishlist setzen kann und dann eine Benachrichtigung bekommt. Sehr gutes Quality-of-Life-Feature und das werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall anhaben, dass man nicht aus Versehen irgendwelche Items verkauft und die dann am Ende wieder ja, vermisst, insbesondere am Anfang vorbei, passiert das gerne mal. Sehr gute Quality of Life Sache. Und the Wishlist persists after wipes, you can clear the list manually in the game settings. Also, bleibt über den Wipe bestehen so eine Wishlist, die braucht man nicht immer jedes Mal neu machen. Und man kann sie aber auch manuell zurücksetzen in Game Settings. Gute Sache. Dann In-Game Feedback Service, In-Game-Umfragen. Community Feedback Umfragen. Es gibt einen neuen Umfragetab, Service-Tab. Und dann kann man hier, ja, dann werden verschiedene Fragen gestellt und die kann man dann beantworten als Community-Feedback. Und ich hoffe, dass da heute schon eins auf ist, dass man das sich gleich anschauen kann. Und man bekommt dafür eine kleine Belohnung, wenn man diese Umfragen, ja, durchführt. Dann AI-Adjustments in PvE-Mode. Letzten Endes wurden PMCs und Scavs im PvE-Modus überarbeitet. PMCs looten jetzt, laufen durch die Gegend, rennen mehr, arbeiten mehr als Gruppe. Und sie extracten auch und Scavs looten jetzt auch und ja, allgemein wurde da AI halt improved, verbessert und wie das Ganze dann aussieht, muss man sich dann direkt mal anschauen. Und die Scav-Verbesserungen werden auch in Zukunft in den PvE-Modus übertragen. Dann neue Quests, new task, added the Nostalgia Questline for the game's life path, available only to owners of the Edge of Darkness Edition Bonuses. Also auch die Nostalgia-Questline für alle, die Edge of Darkness besitzen, auch für Leute, die abgegradet haben von Unheard natürlich. Mal sehen, The Game's Life Path, mal sehen, was das hier zu bedeuten hat, schaue ich mir natürlich on-stream an und werde die Questline in mehrfacher Ausführung machen. Edit a new quest for the, Questline for obtaining Mark of the Unheard im PvE für alle Editionen. Mark of the Unheard ist dieses, ja, dieses kleine Device, was man hat für, von der Unheard Edition bis jetzt und das ist jetzt auch im PvE freiquestbar für alle Editionen. Mark of the Unheard könnt ihr im Wiki nachschauen, was das genau macht. Und im PvP gibt es es nicht mehr, da wurde es rausgenommen. Edit a new questline for obtaining extended PMC pockets, allowing owners of any edition to obtain this item. Also es gibt eine Questline, um die extra Taschenslots freizuquesten, die man hat, wenn man die Unheard Edition hat. Und mal sehen, ob es die auch für die Unheard Edition geben wird, diese Questline oder nicht. Mal sehen. Werde ich mir natürlich on-stream anschauen. Dann Customization. Es gibt neue Klamotten für Yusik und Bear, die man für GP-Coins kaufen kann. Aber nur, wenn man High Standing with Ref hat, also dem Arena-Trainer. Das heißt, man muss Arena spielen und kann sich dann neue Klamotten freispielen. Mal sehen, was die Kosten werden, wie hoch da das Standing sein wird.
Und ja, letzten Endes Arena-Klamotten. Dann PvE-Profile-Wipe, also wichtiges Feature, man kann jetzt PvE separat zurücksetzen, entweder PvE und PvP zusammen oder separat. Und das Ganze funktioniert über die Website. Ein wichtiges Feature haben viele von euch sich gewünscht. Und da ist es. Compensation for reporting players who violate game rules. Also, wenn man Cheater reported hat und die gebannt werden, kriegt man jetzt eine kleine Kompensation. Und das Ganze über die, ja, man kriegt, glaube ich, denke ich mal, Rubel über die Ingame-Nachricht. Und wie viel das sein wird, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal. Also, für erfolgreiche Reports kriegt man eine kleine Belohnung. Dann Balancing. Increase the spawn chance of following optics. Also letzten Endes Scopes wurde die Spawn Chance, ich nehme an, das sind so ziemlich alle, wurde die Spawn Chance erhöht. Und reduce the recoil for following bolt actions. Es sieht so aus, als wären das auch alle. Bolt actions, also Sniper Rifles, sind jetzt, haben jetzt weniger Recoil. Ja, gute Sache. Dann Leveling Speed von Hideout Management und Crafting geht jetzt schneller. Und dann hier noch eine wichtige Sache: Perception Skill. Bringt jetzt keinen Bonus mehr bei der Hearing Distance, bei wie weit man hört. Es gibt jetzt keinen Skill mehr, der ja die Hörreichweite erhöht. Gute Sache. Dann noch ein paar Changes. Incorrect Physics Bodies in Offline Raids, okay. UI Interaction in Arena und EFT, okay. Dann hier, das ist noch interessant. Fix the cause of incorrect behavior of character bodies after death. Also in den letzten Wochen war es ja so, dass wenn man jemanden erschossen hat, oder dann sind die Leichen ziemlich am Rumpflippen gewesen und haben sich recht unnatürlich verhalten. Das ist jetzt wohl gefixt. Und dann Localization Errors in Interface und so weiter. Das war's mit den Patch Notes. Ein sehr guter Patch, insbesondere das Offline PvE und natürlich die Quality of Life Features, Quests. Schauen wir uns dann auf dem Stream an. Ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was euch da am besten gefällt, was euch gefehlt hat und so weiter. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar wie gesagt. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting.